Check the mic and make sure it sound right, boys. Hallo liebe Schüler, hier ist wieder die Frau Papke in der neuen Folge von Kunst im Lockdown. Ja. Wir machen heute was mit unserer weißen Tüte und wir sind hier am Max Eitze in Stuttgart und da hat mich das Wasser inspiriert. Nordach am Neckar und ich stehe vor dem Schillermuseum und dieses Blumenbeet hier, das ist wirklich schön mit den Tulpen, ist nicht ganz mein Geschmack, ist mir ein bisschen zu bunt. Und jetzt kommen wir mal zu den Farben, was ihr für eure Tüte benutzen dürft. Das wären mir zu viele Farben, das sieht ein bisschen kitschig aus. Eigentlich dürft ihr nur zwei Farben benutzen. Ihr müsst immer Gelb nehmen, ihr fangt oben am Rand an mit Gelb. Gelb ist eure Basisfarbe und dann habt ihr die Auswahl zwischen einer anderen Farbe und das könnte sein Cyanblau, Magentarot oder Schwarz. Und dann mischt ihr das Gelb mit einer Farbe nach unten und dann kriegt ihr ganz tolle Farbeffekte. Weitergefahren und unser letzter Stopp ist heute in Neckar-Westheim. Ich stehe direkt am Atomkraftwerk und eigentlich wollten wir gar nicht zum Atomkraftwerk. Als wir das gegoogelt haben, wo wir heute lang fahren, haben wir gesehen, dass direkt neben dem Atomkraftwerk ein Kartoffelhaus ist. Und das ist das Kartoffelhaus und wir brauchen heute Kartoffeln, weil wir nämlich diese Tüten bedrucken. Ihr könnt euch entscheiden, mit was ihr druckt. Ihr könnt Kartoffelstempel machen, da könnt ihr kleine Formen rausschnitzen. Ihr könnt eure Finger nehmen, Wattestäbchen oder Apfel putzen. Das ist mir egal. Wichtig ist, dass ihr heute keine Pinsel nehmt, sondern dass ihr wirklich einen Stempel nehmt und dann die Farbe auf die Tüte drauf stempelt. Und wo könnte ich bessere Kartoffeln herkriegen als direkt neben einem Atomkraftwerk? Jetzt gucken wir mal, wie groß diese Kartoffeln hier wirklich sind. Na, das sind noch mal schöne Kartoffeln. Aus dem Rest mache ich morgen Kartoffelsalat und dann strahle ich am Montag in der Schule.